nächsten Video. Ich bin heute schon wieder bei Pokémon Go drin. Und diesmal lag es mir ein bisschen. Wollen diese schöne Arena da dort einnehmen. Vielleicht fangen wir noch ein paar geile Pokémon. Ihr seht ja schon Sichlor, Flamara und Garados. Ich weiß nicht, ob ich das alleine schaffe. Ja, ich bin hier unterwegs mit einem Freund von mir. Mit dem habe ich schon mal Clash Royale Aufnahmen gemacht. Mit dem lieben John. So, hi Leute, ciao, ciao. Ja, genau. Und der, auf sein Handy geht das leider nicht, Pokémon Go. Und deswegen wird das nicht spielen. Das spielt aber was anderes dabei. Gut. Da baller uns mal einen Rauch rein, wenn ich überhaupt noch einen habe. Und ich habe keinen. War mir klar. Ja, also in der Zeit, wo wir da hinlaufen, mache ich erstmal eine Entwicklung. Nämlich ein. Na, wo ist es denn? Ein Standu. Nee, das war das Falsche. Ich meine gar kein Standu. Außerdem, was wir noch sagen wollten, wir sind hier in Waldenburg und da es ziemlich viel Pokémon gibt, gehen wir natürlich erstmal für euch auch mit Pokémon-Jagd. Genau. Ja, wo ist denn das Scheißvieh jetzt? Hier. So, das entwickeln wir erstmal zu einem, wie heißt es? Golking? Glaube ich. Ja. Schau mal sehen, wie viel WP hat. Also ich würde mich über 700 und 800 freuen. Da haben wir ein neues Pokémon, das mich freut. Jaja. Im Pokédex registriert. 703. Schon gut. Warte, den geben wir nochmal ein Power-Up. 28. Und dann passt das schon. Ja, genau. Da schaffen wir die Arena, weil... Es wird nämlich ziemlich knifflig, weil die Pokémon, die dort drin sind, sind nicht gerade einfach zu schlagen. Ja, könnt ihr euch ja mal vorstellen. Ein Sichlor mit 1119 WP, das wird schwer. Das Flamara mit 1261 WP, genauso. Und dann das Garados mit fast 2000. Ich weiß nicht, ob ich halt immer verliere und der Arena bis Punkte abziehen müsste. Das so lange machen, bis eben durch die Punkte verreckt ist. Das weiß ich halt noch nie. Oder ich schaff's halt gleich mit Inmar, das wäre halt geil. Ja, ziemlich gut. Ich werde mir auf jeden Fall diese Splitzahl, was jetzt aus meiner besten Liste rausgeschoben wurde, ja, wieder reintun wegen dem Garados. Blitzwasser, logisch. Aber ja, wird er gleich sehen. Gut. Ja. Ja, ich hatte auch gestern noch ein. Fratz entwickelt, nachdem ich das Video beendet hatte. Und heute früh habe ich ein, oder nicht heute früh, vorhin habe ich einen Bullpix gefangen, was ich, worüber ich mich auch sehr gefreut habe. Und ja. Und noch ein Muschas und so weiter. Wir werden jetzt erstmal gleich die Arena machen. Guck mal da hinten die Arena an. Ob wir an der auch noch vorbeigehen? Relaxo, Taubos, Lamos. Müssten wir mal sehen, ob wir da vorbeikommen. Ja, genau. Ich durfte eigentlich auch wissen, wo das. Ja, das ist hier hinten bei der Wasserwerk da. Ja. Aber Leute, ja, wir haben nämlich vor uns eine Arena eingenommen. Da habe ich mein Relaxo reingesetzt und ich dachte, das ist jetzt immer noch drin. Da wird es wieder rausgeschmissen. Da haben wir jetzt Relaxo wieder. Was mich freut, ach ne, Beleber, Pummernee, ballert den mal einen Hypertrank rein. Ja, perfekt. So, das setzen wir uns jetzt einmal hier hin und nehmen die geile Arena ein. Hoffentlich schaffen wir es. Ich würde sagen, als erstes lassen wir Ibitak. Blitzer ist ja schon drinne. Dann let's go. Mal sehen, vielleicht schaffen wir es und wenn nicht, setze ich dann Clean Cut, bis wir das eh nicht durch die WP-Anzahl gekillt haben. Aber wir machen, so wie es aussieht, gleich viel Schaden, was mich freut. Und ich krieg halt keine Superattacke hin. Jetzt. Aber es bringt und nicht viel. Der macht auch ziemlich gerade die Superattacke, macht uns viel Schaden. Ja, na, dadurch, dass der 1000,
300 mehr hat als 400 mehr hat. Entschuldigung. So, erstmal ausgewichen. Ach nee, doch nee. Okay. Ja, gut. Jetzt kommt mein Relaxe. Das müsst ihr den kalt machen. Ja, guck mal, das macht den. Ja, okay. Null Schaden. Ja, außer das. Ich setze jetzt keine Superattacke ein. Ah, Mist. Das Vieh ist ganz schön gut. Aber jetzt haben wir es kalt. Ja, erst ist schon mal kalt. Jetzt kommt Flamara. Dagegen ist mein Relaxo eigentlich ganz gut. Ist halt bloß viel höhere WP und das macht es halt schwieriger. Ja gut, da können wir jetzt schon die nächste Superattacke machen. Oder Spezialattacke nennen wir es so. Ich denke mal mit dem Relaxo können wir das... Ah, nee. Jetzt kommt Blitzer gegen Flamara und das ist ziemlich doof. Ja, down. Ja, es war gut. So, jetzt haben wir... Jetzt kommt Gyarados. Das wird ein... Oh, holy shit. Ein heftiger Kampf. Ja, aber durch das Blitz mache ich sehr viel Schaden und das freut mich natürlich. Jetzt mache ich das nochmal. Schade, dass Sparky vielleicht down ist, ne? Ja, na, schau dir das doch mal an hier. Gut Schaden gemacht, mein Sparky. Jetzt kommt Taubos. Taubos. Ah, fast One-Shot. Uhuhuhu, das war... Das tat weh. Das tat weh. Ach, Gott. Ja, der... Na los, mein Golli. Was bringt denn das? Gar nichts. Na, hoffentlich haben wir da noch Pokémon, weil... Oh, scheiße. Aber es, Wasser, es ist Wasser gegen Wasser da. Es wird knapp. Ich weiß nicht, ob ich da noch Pokémon habe. Ich glaube, ich habe da noch einen Tauboss und das war's dann. Aber steck mal damit. Mal. Hydro-Pumpe und das ist weg. Nein, eine Hypno, ja, perfekt. Hypno, ja, steck mal kalt. Und da haben wir es geschafft. Ja, warte, jetzt. Sehr gut. Sauber. Easy. Alter. So, einmal... Ein Fisch ist weg. Erstmal alle beleben. Da ging viele drauf. Aber dafür, dass ich das alleine mache, gleich geschafft, das freut mich natürlich. Wie vor uns bei der Arena. Ja, naja, die war ein bisschen schlechter. Da waren bloß zwei drin. Und kein 2000er. So. Die heilen wir erstmal alle. Hoch. Gold King heilen. Das hat gute Arbeit geleistet gegen Gyarados. Ja. Ich. Relaxo hat auch. Ich glaube, da werden wir dann mal beim Kampf, werden wir glaube mal das Taubos rausnehmen. Das bringt's nicht gegen das. Ich weiß nicht. Parasect macht richtig gute Attacken. Mal so probieren? Jo, ja, würde ich sagen. Also schaffen tun wir es auf jeden Fall. Ja. Tag gegen Flamara. Ja, Flamara, das ist halt Feuer, das ist halt Feuer gegen Luft und das, ja. Okay, ich würde sagen, der Ibi-Tag ist schon mal weit. Ja. Naja, jetzt habe ich Sporgy. Wieder Sporgy, los Sporgy! Bestes Vieh! Ach, das brauchen wir dann eigentlich für Gyarados, aber ich habe dann einen Relaxo, von daher. Wenn ich das alleine kalt kriege, das Vieh, wie gut bin ich denn dann? Nein, Spaß. Oh, ja gut, kalt. Wie viel Schaden macht das? Wie viel Schaden macht das? Jetzt endlich. Jetzt Gyarados. Ja gut. Das wird noch mal richtig. Ja gut, der macht halt fast doppelt so viel Schaden wie ich, aber... Das wird nochmal richtig schwierig. Ach, ist auch mein drittes Pokémon. Schon. Ich darf halt bloß keine Hydro-Pumpe bei mir einsetzen. Das wäre ein bisschen fatal. Ja. Weil Hydro-Pumpe macht mir echt viel Schaden. Ich weiß auch gar nicht, warum der das Vieh nicht einsetzt. Jetzt. Ich bin ausgewichen. Ah, Respekt. Ja, mein geiles Relaxo. Los. Gut Schaden gemacht. Ja, weil es hat doppelt so viel WP, aber das ist ja ein Wasser-Pokémon, meins ein normales Pokémon, das macht auch was aus. Ja, guck mal. Also, wir müssen jetzt die komplette Attacke zusammensparen, die macht 120 Schaden, dafür können wir ja auch mal kurz spammen. Jetzt machen wir die Super-Attacke, die macht 120 Schaden. Wasch! Oh!
Damit haben wir nicht gerechnet. Ich kämpfe gerade mit einem unsichtbaren Pokémon. Das ist lustig. Und da haben wir es halt. Ja, warte, gleich haben wir es. Ich mache nochmal eine Superattacke, damit es wirklich down geht. Piu. Jetzt geht doch mal down! Jetzt. Gut. Ja. Gut. Erstmal wieder alles heilen. Das Parasect hat gut Schaden gemacht, würde ich sagen. Nee, es kam leider nicht zur Superattacke. Aber. Ich habe jetzt, glaube ich, eine Idee, wie ich das mache. Ich nehme als erstes einen Sporgy. Würde ich sagen. Ja. Als erstes einen Sporgy trotz Ballon. Ja, und danach dahinter Parasect, weil das Parasect macht halt. Ballert gleich hintereinander alles drauf und ich brauche dann immer wieder eine Tränke. Das ist jetzt zwar sehr verschwenderisch, aber das stört mich nicht. Das mache ich nur das coole Garat. Okay. So, jetzt. Und für euch natürlich. Ja, das auf jeden Fall. So, machen wir das so und dahinter machen wir Parasect. Naja, Wasser gegen Wasser wäre lustig. Oh, die Folge geht lange. Da haben wir denke die schöne. Mal die längste Folge von ihm. Ja, das stimmt. Ja, gut, es lädt gerade nicht. Wir sehen uns dann gleich wieder, wenn es wieder funktioniert. Bis. Ja, da sind wir auch wieder. Und ich sehe schon, wir wollten ein bisschen Spaß erlauben mit meinem kleinen Pikachu. Gegen das schöne Garados. War zum Glück nur ein bisschen funny. Machen wir das mit dem Blitzer. Los, get dragged. Bumm. Bum, 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 bum. Also, John, hast du eine Idee, was wir dann für ein Pokémon neu setzen? Ich habe Wayner mitgenommen. Aber so schlecht Damage, würde ich mal sagen, macht gar nicht. Ja, aber die hier, die Aquaknarre, was das macht, macht mehr Schaden als wenn es ein Nassschweif. Durchspammen. Und so wenig Schaden haben wir jetzt auch nicht. So viel Schaden haben wir jetzt auch nicht. Ja, ey, das müssten wir sogar schaffen. Das müssten wir sogar schaffen. Mit viel Glück. Ja. Das dürfte eigentlich auch sein. Das wird was. Ja, nice. Ist gecrackt. Nein. Ah, ein Leben. Jetzt kommt Parasect. Ja, was geht? Ja. Jetzt super Tage. Ja, jetzt baue ich nochmal eine super Attacke drauf. Das wird zwar jetzt nicht bringen, aber. Ja, nice. Da haben wir's. Ich würde sagen, Team Gelb am Start. Also, ich baller mal ein Relaxo rein. Wo ist mein Relaxo? Hab ich das schon gedödert? Keine Ahnung. Blöd? Relaxo? Nein, nicht wohl. Ja, das hat schon mal, das ist wie ein Bug hier. Ja, hier, das ist hier. Ja, also, ich gerade weg, komischerweise. Wir gehen mal einfach auf Favorit. Ja, ist nicht da, deswegen baller ich mein Biber nein. Ja. Gut, Leute. Wir machen mal weiter. Dann sehen wir uns bei der zweiten Arena nochmal. Ja, aber. Jo. Bis später. Vielleicht machen wir sie noch. Und wenn nicht, verabschiede ich mich schon mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.